Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem kleinen Angezockt zu Hi-Fi Rush. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Freunde, ein Spiel, was geshadowdroppt wurde von Microsoft und Bethesda. Die haben das bei der Microsoft Game Show gezeigt zum ersten Mal und direkt rausgehauen im Game Pass. Man kann es sich natürlich auch kaufen. Übrigens, ich spiele es über den Game Pass. Wenn ihr selber Game Pass braucht und sparen wollt, checkt meinen Partner Instant Gaming aus. Link in der Videobeschreibung. Das ist das neueste Spiel von Tango Gameworks. Die haben zum Beispiel Ghostwire Tokyo gemacht. Und auch hier, Evil Within, genau, das haben die auch gemacht. Und ja, wie gesagt, die haben das jetzt einfach mal rausgehauen. Ich fand den Style ganz geil. Habe mich so ein bisschen erinnert auch an Sunset Overdrive. Und ich hatte Bock, mit euch da mal reinzuzocken. Vielleicht ist es ja ganz cool. Lasst mich das gerne mal wissen, wie ihr das Spiel findet. Und ja, gerne auch ein Like da lassen für das Video. So, anscheinend ist es auch ein Rhythmus-Spiel. Ja, mal schauen, wie ich damit klarkomme. Ich bin mal gespannt. Es sieht wirklich cool aus, finde ich, vom Style her. Ey, sogar mit deutscher Synchro, Alter. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist ja cool. Okay. Schei, richtig? Yep. Von Beruf Rockstar? Zukünftiger Rockstar. War's das? Ja? Ach, egal. Dein Projekt Armstrong-Ausweis. Und willkommen auf dem Wendeley Campus. Yes! Willkommen bei Projekt Armstrong, Bewerber. Perfekt mit dem Körper verschmolzene Technologie. Gemeinsam machen wir das Leben besser. Und jetzt der CEO von Wendeley Technologies, Cale Wendeley. Welch historischer Tag. Ihr seid die Besten der Besten. Und bald sogar noch viel besser. Dank unserer Robotimplantate. Wir bei Wendeley halfen schon immer den Bedürftigen. Und ihr alle im Projekt Armstrong werdet der Welt zeigen, wie besonders jeder werden kann. Na los, auf in ein besseres Leben! Ich gehöre dazu. Sonderausweis. Ich glaube, da ruft wer nach mir. Sind das etwa die Besten der Besten, Mimosa? Die Produktion wollte Testobjekte, Cale. Das Marketing hat geliefert. Schieb nicht Wrecker die Schuld zu! Sag dem Aufschneider Sanso in der R&D! Wir brauchen Influencer. Und du bringst mir... Loser. Es wird funktionieren. Besser wär's. Keine Fehler mehr. Und keine Defekte. Was für ein Haufen Schrott. Oh,
Das ist sick. Ein Fehler ist passiert. Bitte gehe zum Checkpoint. Okay, Checkpoint. Wo ist der? Ach, egal. Bestimmt nichts Ernstes. Leute, sieht das nice aus, ey. Richtig, richtig geil. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet, dass wir sogar deutsche Synchro haben. Das ist ja cool, Mann. Bist du hier, um nachzusehen, wie gut ich diese Kisten staple? Oder suchst du nach dem Ausgang? Wenn ja, 180 Grad hinter dir, Junge. Okay. Was auch mega cool ist, vorne. Mega cool, mega cool. Ich weiß gar nicht, ob das hier zu sehen ist. Genau. Streamer-Modus. Also, Respekt geht da raus. Das Spiel sie haben natürlich lizenzierte Musik und so weiter, aber ohne Streamer-Modus könnte ich euch das auf jeden Fall nicht zeigen. Finde ich sehr gut, dass sie daran denken, weil ihr auch wissen, das bringt ja auch ein bisschen Werbung für die. Aber ey, Freunde, der Style ist da schon mal sehr, sehr, sehr cool. Ja. Oh nein, mein Aufräumen macht nur noch mehr durcheinander. Aber dein Gehüpfe war imposant. Cool, wie die Lebensliste liegt. Schön im Rhythmus vibriert, so oder pulsiert. Okay, mit dem kann ich leider nicht reden. Ah, Lebensenergie. Trinke Energy Drinks, um Chase Gesundheit wiederherzustellen. Ah, das tut echt gut. Ja, glaube ich dir sofort. Richtig geil, wie hier alles im Rhythmus bounced. Es hieß doch höchstens 10 Boxen auf einmal. Was hast du nur gemacht? Das hat doch sicher Konsequenzen. Es war eine Ehre, mit euch zu arbeiten. Okay. Doppeljump. Bitte nimm deine Sachen. Okay. Ja, Zeit für andere Klamotten. Oh Mann! Kenn ich. Das kenn ich. Ein Schuh will immer irgendwie nicht so richtig. Knirps, Roboterarm, Alex Last 75, Magnetabfallverwertungsausstattung. Moment, Magnetabfallverwertung? Ah, Fremdobjektwarnung, sieht nach defekt aus. Einsammeln! Ist das eine Waffe? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wehrt sich. Halt, was? Nicht cool, nicht cool, gar nicht cool. Ist das geil? Okay. Und ich hoffe, das Gameplay kann mit dem Style mithalten. So geil, wie die komplette Umgebung hier mitwippt und bounce und so mit der Musik im Rhythmus. Richtig nice. Refrain, B-Bewertung? Okay, was ist hier los? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Keine Ahnung, Mann. Wenn ich das richtig sehe... Erstens, Musikplayer in der Brust. Ich glaube nicht, dass der dahin gehört. Zweitens, er füttert meinen neuen Roboterarm mit Energie. Drittens... Er macht, dass sich alles im Takt bewegt. Und viertens,
Und das klingt richtig albern. Aber wenn die Musik spielt, ist das wie... Wie auf einer Bühne. Na schön, Leute. Bereit für was Wildes? Wow. Chai kommt und er greift den Takt mit der Musik an. Wollt ihr das mal in Aktion sehen? Zuerst der leichte Angriff, ein Eintaktangriff, der ganz schnell zu Kombos führt. Na los, probier's aus. Jetzt versuch eine Kombo im Takt der Musik. So fühlt sich perfektes Timing an. Okay. Verkackt? Okay. Oh yeah! Oh Gott. Immer im Takt, aber drücke die Angriff-Taste genau auf dem Takt, um Boni zu erhalten. Okay. Sieht aus, als ging jetzt mehr. Komm rüber. Ey Leute, ich sag's so, wie es ist, war. Ihr wisst ja immer bei Angezockt. Habt ihr Bock auf mehr? Lasst es mich wissen. Liken, kommentieren, auf jeden Fall. Dann können wir vielleicht gerne noch ein bisschen weiter zocken. Mit richtigem Schaden, der schwere Angriff. Hierfür musst du zwei Takte treffen, also hör genau auf den Schlag in okay. der Mitte. Krieg ich hin. Ich hoffe es, aber warte mal ganz kurz, auch wenn die Mucke natürlich geil ist. Bisschen leiser. Ne? Sprechen, let's go. Okay, versuch jetzt eine schwere Kombo im Rhythmus. Das ist die Art Timing, auf die es ankommt. Ich probier's. Yeah, yeah, ready. Das rockt. Du hast es raus. Jawohl, perfekt sogar. Wow, ja! Und die Menge tobt. Chai, 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 Chai. Ja, bring mir auch mal einen Chai. Chai. Ist das der Typ? Ihr wollt ein Autogramm? Oh, hallo. Ich gebe euch ein Autogramm. Yeah. Danke. Dankeschön. Hat jemand gesehen, wer das war? Das ist der Defekt! Was? Nein! Ich hab nur... Also schön. Dann wollen wir mal! Mach ihn platt! Okay. Das war, glaube ich, ganz gut, ey. Ich glaube, das war nicht schlecht. Sehr gut. Punktezahl S. Gutes Timing. 10 Uhr. Naja, gut. Egal. Aber schon besser. Ah, insgesamt. Ich musste ganz kurz noch ein bisschen leiser die Musik machen im Vergleich zu den Stimmen. Ganz kurz, ne? Alles gut. Also, haltet Ausschau nach dem perfekten Timing. Die Welt und die Anzeigen bewegen sich im Takt. Nutze dies als Anhaltspunkt. Der Schlüssel liegt im Timing. Entspanne dich also und spüre den Beat. Suche nach diesem Symbol und höre auf den Jubel des Publikums, wenn du genau im Takt angegriffen hast. Gutes Timing. Rhythmusassistent. Wenn du Hilfe beim Erkennen des Takts brauchst, drücke einfach Back-Taste, um dir eine Visualisierung anzeigen zu lassen. Okay, das war mega. Aber ich sollte von hier verschwinden. Ich muss, ey, die ganzen... Sorry, es tut mir voll leid, dass ich jetzt schon wieder hier rum eier in Dingens. Ich muss mal alles ein bisschen... Ich finde die Stimme ein bisschen leise im Vergleich. So, das passt jetzt. Sehr cool, Mann. Also das ist schon mit der geilste Cell-Shading-Look, den ich jemals gesehen habe. Das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Richtig, richtig cool.
Richtig cool. Hey, Wrecker, Oberboss der Produktion hier. Was höre ich da von dem Defekt, der in Wreckers Zone rumrennt? Wenn jemand den Typ rumrennen sieht, Wrecker will, dass ihr ihn platt macht. Wie eine Flunder. Kein Defekt verlässt die Produktion. Nicht in Wreckers Schicht. Okay. Hörchen, kann ich helfen? Ja. Was bist du? Wanderley Smart Kühlschrank VASF07. Bekannt als Smidge. Merke ich mir nie, aber... Ich kann dein Wohlbefinden analysieren und dir Zufriedenheit verschaffen. Dich verwöhnen. Hey, kein Verwöhnen. Du scheinst Musikroboterkräfte zu haben. Soll ich dir deine Fehlfunktionen erklären? Dein Problem scheint das Angreifen von Gegnern im Takt zu sein. Ich würde das nicht als Problem bezeichnen. Gegner im Takt anzugreifen verursacht mehr Schaden. Daher ist es sicher nützlich, das zu tun. Aber manche haben Schwierigkeiten, den Takt zu finden, wie den inneren Frieden. Hier sind einige Tipps. Deine Angriffe erfolgen immer im Takt. Und da es von Vorteil ist, im Takt anzugreifen, ist der beste Zeitpunkt, die Angriff-Taste erneut zu drücken, wenn der Angriff trifft. Und wenn du Hilfe brauchst, hast du anscheinend einen Rhythmusassistenten. Aber anstatt das zu erklären, warum probierst du es nicht an mir aus? Du willst, dass ich dich schlage? Das freut dich, wie ich sehe. Also bitte, übe deine leichten und schweren Angriffe an mir. Versuch jetzt einen schweren Angriff. Okay, wenn du das so willst. Ich dachte mir, dass du das schaffst. Wow, diese Kühlschränke sind Hammer. Du kennst mich wirklich. Ich weiß alles über dich. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Okay, das war echt gruselig. Gib Bescheid, wenn du noch einen Versuch willst. Nee, ist gut, ist gut. Okay, damit ist es deutlich einfacher. Ne? Ja, warum nicht? Sehr, sehr cool, ey. Sehr, sehr, sehr cool. Ey. Mit so einem Game hätte ich echt nicht gerechnet. Einfach so Shadow Drop. So geil, Shadow Drops. Überraschungs-Shadow Drops, ey. Beste. Ja, beste. Sammle Zahnräder ein, um Chase Fähigkeit zu verbessern und Items zu kaufen. Du findest Zahnräder in der Umgebung, indem du die Umgebung absuchst oder Gegner zerstörst. Okay. Ich gehe mal davon aus, man jetzt nicht auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad spielt, dass man wahrscheinlich auch mit einem schlechten Taktgefühl, so wie ich, das wahrscheinlich durchzocken kann. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber Guitar Hero war ich damals auch immer mega scheiße, Mann. Richtig scheiße war ich da. Was geht, Jungs? Verdächtig. Hey, such dir nach mir. Okay. Fang das doch mal. Okay, der war, glaube ich, ganz gut, der Angriff. Ja, voll! Das war ja richtig mies. Ey, bei dir kriegst du schon so einen traurigen Smiley? Und was soll ich jetzt machen? Hey! Alles klar? Die Katze bedankt dich! Brauchst du was? Oh, wie praktisch. Ich will nur hier raus! Tja, das lässt sich sicher einrichten, wenn du... Hey! Es ist schräg, so zu schreien! Geht's denn nicht schneller? Na gut. So. Das Terminal ist gehackt. Hau den Schalter und komm. Mann, Projekt Armstrong ist echt so richtig enttäuschend. Ich wollte einen coolen Roboterarm, kein Fadenkreuz auf der Stirn. Ja, kann ich verstehen. Ich
Okay, da oben müssen wir hin. Schauen wir mal hier hinten. Ich glaube, ich versuch's mal mit der Anzeige. Kann ja nur helfen. Gerade mir. Ich hab dich da unten beobachtet. Du wirkst recht gut beim Ausweichen. Oh, ja. Das kann ich ganz gut. Nach Analyse deiner Daten stelle ich fest, dass dein Ausweichen sehr vielseitig ist. Offenbar erlaubt dir das Ausweichen im Takt ein Dreifach-Ausweichen und das Anziehen von Objekten aus der Ferne. Ausweichen in der Luft ist nicht nur im Kämpfen nützlich, sondern auch um schwer zugängliche Orte zu erreichen. Aber ich weiß, was du denkst. Leichte und schwere Angriffe lassen sich nach dem Ausweichen verketten. Das habe ich eben nicht gedacht. Sicher hast du das. Drück, versuch das mal an mir. Ja? Okay, naja. Sorry schon mal. Deine Treffer erfüllen mich mit Freude. Okay, der ist ein bisschen abgedreht. Hurra! Aber du hast noch eine Technik im Ärmel. Fantastisch! Hier ist ein Erfrischungsgetränk. Ich hoffe, ich war nützlich. Ja, warum nicht? Schauen wir mal hier drüben auf jeden Fall noch. Ja, wie gesagt, so ein bisschen erinnert mich das an Sunset Overdrive, aber auch an, wie heißt das jetzt hier? Lollipop Chainsaw so ein bisschen auch. Jet Set Radio natürlich auch vom Style, ist klar. Schon cool. All das Geschrei und die laute Musik, wie soll ein Roboter die braun werden? Und geh mir aus der Sonne. Okay, wenn der Robot braun wird, dann rostet er doch, oder? Naja, gut, okay, wenn er da Bock drauf hat. Alles unterliegt dem Rhythmus. Der Rhythmus bestimmt mein Leben. Jeder, der glaubt, heute Pause machen zu können, erlebt eine Enttäuschung. Meine Augen sind überall. Hallo? Ich bin hier. Der Mietretter? Du meintest, du willst helfen? Ja, vielleicht ist das nicht die beste Idee. Gut, du bist da. Hier unten. Na gut, ich mach's kurz. Ich hab dich kämpfen sehen. Ich glaube, wir können hier einander helfen. Ich dachte... Die Security sucht nach dir. Ich könnte mich darum kümmern. Stopp! Okay. Wow. Das warst du vorhin? Du bist eine Katze. Nein, das ist 808. Sie ist eine Katze, aber ich hab sie gebaut. Also, wie weißt gesagt... Weißt du, ich dachte, meine Musikroboter-Armkraft wäre irre, aber das ist... Ich schlag mich lieber allein durch. Alter! Hör zu! Wendeley plant da echt was und ich meinte, ich kann helfen. Danke, kein Bedarf. Reagiert nicht. Was soll das denn? Moment, hast du das gespürt? Den Takt? Ich glaube, wir haben hier was. Sieh mal an, wer da ist. Und in Begleitung. Dank 808 hat Scheiß neuer Arm eine neue Kraft. Einen Takttreffer. Ein zeitbasierter Bonusangriff am Ende einer Combo. Achte beim letzten Treffer auf den Timingkreis und drück Angriff, um ihn zu landen. Hey Leute, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den Namen drauf von der Frau, die 808 spricht, aber auch die Stimme liebe ich, oder wenn sie synchronisiert, immer wieder so, so top. Unfassbar. Auch Scheiß Stimme, allgemein alle Stimmen sind mega. Ich hätte nicht gedacht, ich weiß nicht, ob das ein Game ist, was mega erfolgreich ist, aber dass sie das komplett synchronisiert haben, super, absolut top. Versuchen wir's. Okay, ich probier's. Ich probier's. Yeah. So geht das, wie ein Profi.
Achte beim Takttreffer auf den Countdown oder die zwei sich überlappenden Kreise für perfektes Timing. Versuch mal einen Takttreffer mit deiner schweren Combo, aber auf eigene Faust. Auf eigene Faust? Bist du wahnsinnig? Das ist fett! Ich hab's geschafft beim ersten Mal! Takttreffer sind der Schlüssel, aber nur mit der Anzeige. Kombos und Schaden. Also, fühle den Beat. Fühle den Beat. Ich glaube, mit uns beiden wird das was. Ja, ich probier's. Also, ich hab's mir überlegt. Aber ich leih mir mal kurz deine Katze aus. Was? Warum? Hey, du wolltest doch helfen, oder? Keine Sorge, nur so lange, bis ich hier raus bin. Wehe, du läufst mit ihr weg. Eigentlich ist ja eine 808. Eigentlich wird es 808 ausgesprochen. Ist auf jeden Fall ein Musikgerät, also der Name ist nicht zufällig gewählt hier von der Katze, ja? Nur mal kleiner Side-Fact, Side-Random-Fact für euch, damit ihr auch ein bisschen was lernt hier bei den Videos. Ist jetzt kein Zufall, dass es so heißt. Lebenskernteil, oh! Ein defektes Stück eines Energiekerns von Vandalay. Okay, das ging so schnell. Wahrscheinlich finde alle Teile oder drei Teile oder was es waren. Und dann kriegen wir mehr Lebens-Energy. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was wir genau gleich aufleveln können. Aber ich sag euch so, wie es ist, wa? Ja, das macht einen richtig, richtig guten Eindruck gerade, das Game. Wir sind zwar knapp eine Stunde, nicht mal ganz knapp eine Stunde drin jetzt, halbe Stunde meine ich. Sorry, aber schon cool, ganz cool, ehrlich gesagt. Du scheinst einen neuen Freund zu haben. Hoffentlich ersetzt er mich nicht. Moment, wir sind Freunde? Aber du scheinst jetzt einen Takttreffer zu schaffen. Wow, du kannst wirklich meine innersten Gedanken lesen. Die korrekte Ausführung eines Takttreffers scheint enorme Kräfte freizusetzen. Musikalisch Begabte müssen nur auf den Countdown hören und entsprechend angreifen. Eine visuellere Lösung ist, zu warten, bis sich die Kreise überlappen. Falls du weiter Schwierigkeiten hast, kannst du auch auf jeder Zählzeit vor dem Angriff die Angriff-Taste drücken und so treffen. Das ist nützlich. Daher bin ich dein Trainingspartner. Wie wär's zunächst mit einer leichten Combo? Ich weiß, dass du das kannst. Warum steht der Kühlschrank so auf Schläge? Machen wir die schwere Combo nochmal. Ich will dich glänzen sehen. So viel Energie. Alles kribbelt. Hier, ein kühles und beruhigendes Getränk. Ich bin hier, falls du weiter üben willst. Vor allem, was sollen diese aufgemalten Bauchmuskeln, ey? Richtige Dragon Ball Bauchmuskeln. Das erinnert mich so richtig krass an den Kunstunterricht von damals in der Grundschule bei uns oder bei mir in der Klasse. Alle Jungs haben ihre Dragon Ball Mangas mitgebracht. Jeder hatte einen und wir haben nur Dragon Ball Figuren abgemalt und versucht selber zu malen und so weiter. Also wenn wir denn malen konnten, was wir wollten. Richtig geil, wirklich. Ah, Mist. Kommt nur her. Na, das ist natürlich direkt verkackt hier, ey. Let's go! Sind die anderen weg? Okay. Schon bereit für mehr? Das Einzige, was vielleicht jetzt beim Kämpfen nicht so geil ist, ist die Kamera bisher. Ach shit, verkackt er. Mist, ey, schon wieder zu früh gedrückt. Egal, A-Rank. A insgesamt. Nein, B nur. Sieht aus, als ist okay für mich. Vielleicht ist die Lage doch nicht so übel. Okay. Erinnere mich dran, dich zu fragen, wie du das gemacht hast. Kein Schimmer. Du bist am Zug. Ich muss raus aus wo immer ich bin. Das ist die Produktion und der einzige direkte Ausgang führt durch die QA. Siehst du sie?
So viele Gebäude. Echt schwer zu sagen. Es ist das, wo richtig deutlich QA-Zentrum draufsteht. Oh ja, das da. Weil es da rausgeht, warten sie da wohl schon auf dich und ich... Hörte ich da rausgeht? Los geht's! Okay, kämpfe im Takt, um einen höheren Rang zu erreichen. Durch stetiges Ausfüllen von Kombos, Landen von Takttreffern und Angreifen im Takt kannst du deine Rhythmusanzeige auffüllen. Deine Rhythmusanzeige kann von D bis S reichen. Achso, okay, gut. Kein Wunder, warum wir bei D dann einen traurigen Smiley bekommen. Ich dachte, es würde noch weiter runtergehen. Je höher der Rang, desto höher deine Punkte-Multiplikator. Aber was habe ich davon am Ende? Also krieg ich da irgendwie bessere... Also kriegen die... Lassen die dann mehr Schrauben? Du erhältst je nach deiner Leistung während des Kampfes Boni auf deinen finalen Rang. Punkte, ja, Punktezahl, je höher der Rang. Okay. Ja, okay. Aber wie gesagt, was habe ich davon? Also ist es jetzt nur mein eigenes Ranking oder krieg ich dann noch mehr Schrauben, weißt du? Also mit B für meine Verhältnisse bin ich nämlich vollkommen zufrieden. Dreistigkeit bringt dich nicht hier raus. Die beste Lösung ist die offensichtlichste. Das ist falsch und ein bescheuerter Spruch. Die suchen dich. Wir müssen sie überlisten. Dann kämpfe ich mich hier raus. Hast du eine Schraube locker? Das ist das genaue Gegenteil von überlisten. Mist, jetzt bin ich da runtergesprungen. Ich will da das Ding da holen, ey. An alle Angestellten, Wrecker hier. Das hier ist wichtig, deshalb ist alles in Großbuchstaben. Kay besucht die Anlage und Wrecker weiß, dass ihr hinterlistige Ölköpfe all eure lockeren Schrauben festzieht, damit die Dinge gut laufen, aber Wrecker will, dass hier am Armstrong-Tag alles blitzeblank ist. Und irgendwer liest bitte diese Armstrong-Scanner-Korrektur. Hört ihr diese Stimmen? Das ist die jubelnde Menge, wenn diese Armstrong-Einheiten an die Öffentlichkeit geliefert werden. Und wenn Wrecker am Ende des Jahres ihren Bonus bekommt, erwähnt sie kurz all eure Namen in genau der Millisekunde, bevor sie sich zurücklehnt und sich selbst eine Runde Applaus spendet. Find ich gut. Ich sag's dir, das war Kale höchstpersönlich. Was weißt du schon? Du bist nicht meine Person. Nun, da ich in der Produktion arbeite, bin ich ihm schon begegnet. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt halt die Klappe und reparier die Treppe. Okay, okay, okay. Ich muss mir irgendwie das Ding da holen noch. Und es wäre cool, wenn wir noch irgendwie sprinten können. Ich meine, wir haben ja diesen Dash hier so, aber... Das ersetzt es. Ah, okay, shit. Weil jetzt hatte ich... Man läuft schon sehr, sehr langsam, ey. Und das macht es ja jetzt auch nicht so krass hier, der Dash. Wie gesagt, die Kamera und vielleicht ein bisschen schneller rennen. Das wären zwei Sachen, ja. Sammle vier... Vier sogar, okay. Oh, Mist, okay. Okay, fast 8000 Schrauben. 8,5 sogar. Ich hoffe, wir können uns mal bald aufleveln. Ja, das wäre ganz cool. Achtung, wegen der zusätzlichen Arbeit für Projekt Armstrong wurde ein neuer Wochentag eingeführt. Nicht vergessen, dieser Wochentag ist ein regulärer Arbeitstag. Okay. Oh, hallo nochmal, Freund. Ja, hey. Ich habe mich umgeschaut und wie es aussieht, bewegt sich die ganze Welt zu deinen musikalischen Superkräften. Weißt du, das ist mir auch aufgefallen. Den Takt zu finden ist so einfach wie sich umzusehen. Selbst die Umgebung reagiert auf den Takt. Ich glaube, das nennen die jungen Leute, die Vibes zu spüren. Vielleicht? Aber das ist cool. Okay. Ja, wir spüren die Vibes. Oh, mir ist noch was eingefallen. Muss wirklich wichtig sein. Wenn sich alles im Takt bewegt, dann auch Vandelays Roboter. Nach Ansicht deiner aufgezeichneten Daten bewegen sich alle Sicherheitseinheiten im gleichen Rhythmus wie du. Und das heißt, dass du, wenn du gut aufpasst, genau weißt, wann Angriffe erfolgen. Im Takt. Spüre den Rhythmus beim Angreifen und beim Ausweichen. Plötzlich wird alles ganz einfach. Oh,
Mir muss... Wenn sie nach Ansicht... Achso, okay, Das, aber ich komme gerade zum aufregenden Teil. Ja, ja, das, den hast du mir aber gerade eben schon erzählt. Den hast du mir gerade eben schon erzählt. Sehr, sehr cool, ey. Die Frage ist halt, wie das spielerisch denn später so wird, ob das denn so ein Spiel tragen kann, oder ist es jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur der Humor und der Style und so weiter, oder auch das Gameplay, die Story und so, weißt du? Das ist halt immer so die Frage bei solchen Games. Auf Dauer. So, warte mal, nochmal ganz kurz hier, ist halt die Frage, müssen wir da hinten lang oder hier unten lang? Lass mal kurz die... Okay, hier können wir ganz durch, okay, alles klar. Hat schon erledigt. Style, wirklich. Freunde. Richtig, richtig cool, Mann. Und wie gesagt, jetzt mit dieser Anzeige da unten auch für mich machbar so ein bisschen halbwegs im Takt, aber ich habe bisher nicht den Eindruck, dass es relativ, also nicht sonderlich schwer ist, so. Was auch noch alles Tutorial-Phase, Mann. Ich denke, ich bin okay. Manchmal ist es am besten, Pause zu machen. Und damit meine ich eine Pausen-Kombo. Warte nach einem leichten Angriff eine Zählzeit ab und greif erneut mit einem leichten Angriff an, um eine neue Kombo zu starten. Du weißt, wann du drücken musst, weil du ein Klatschen hörst. Und diese Kombo befördert dich und deine Gegner in die Luft. Wow, klingt echt voll fetzig. Aber das muss ich üben. Darauf hatte ich gehofft. Raub mir den Atem. Ja. Klar. Ey, warum ist es so typisch Japano-Style wieder, ey? Das ist so leicht pervers angehauen, das wieder, ne? Nimm ein Getränk. Ich weiß ja nicht mit dem Getränk. Was will er? Warum schenkt er mir immer wieder Getränke? Ich bin doch voll geheilt. Also entweder will er mir wirklich was Gutes oder. Oh! Oh, geil! Yes! Ja, klar. Sidescroller. Nice. Der Campus ist riesig. Eher wie eine Stadt. Das bringt ein führendes Tech-Unternehmen so mit sich. Vandelay gibt gerne an. Aber ich suche nach dem, was sie versteckt. Ey, wie schlecht, Mann! Wie wär's, wenn du mir deinen Namen verrätst? Wenn du so lange gebraucht hast, um zu fragen, kannst du noch warten. Ich bin übrigens Chai. Chai? Okay. Warte. Wo ist jetzt der richtige Weg? Ich will alles einsammeln. Okay. Ich glaube, das ist hier optional. Geben uns jetzt endlich die Möglichkeit aufzuleveln. Ich habe so viele Schrauben. Es müssen doch direkt schon 20 Level sein, eigentlich. Oh mein Gott, wie schlecht! Aber ich würde mal sagen, mehr als 4 Rücksetzpunkte, oder? Oh. Jede Menge Abkürzungen hier! Ja, Abkürzungen kann man das so nennen, ja. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, es gibt nicht trotzdem Probleme mit dem Streamer-Modus. Das wäre natürlich sehr, sehr schade, weil sie auch selber gesagt haben, also, ist ein ganz cooler Text gewesen. Man hat das geschadet. Die haben gesagt, ey, wenn du das irgendwie zeigen willst, das Spiel cool, so, mach das gerne, schalt am besten den Streamer-Modus an. Das sollte helfen, aber wir können keine Garantie geben. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Game das war. Da hatte man auch einen Streamer-Modus, aber dann gab es trotzdem Probleme. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Ich hoffe, es gibt kein Problem, weil... Das Video, ich möchte noch ein bisschen mit euch zocken, ja, aber das wäre jetzt schon lang. Und das ist natürlich dann immer sehr, sehr belastend, wenn du so ein langes Video hochlädst und dann ist eine 20-Sekunden-Stelle, die dann geclaimed wird oder Probleme macht. Das ist natürlich, ich sag mal so, mehr als ärgerlich und totale Zeitverschwendung. Naja.
Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf mehr, können wir gerne noch ein bisschen weiter zocken. Ich wäre auf jeden Fall offen nach der Session jetzt hier. Macht einen ganz coolen Eindruck. Ich meine, spielerisch natürlich jetzt nicht so mega krass bisher, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ganz cool so. Ich finde es echt ganz cool bisher. Akkupaketproduktion, Produktionsanfrage von der R&D. PGR, bla 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 bla, drüben im Labor. Zanzo will, dass diese Einheit noch heute in den Verkauf geht, obwohl er die Idee erst gestern hatte. Produktionsbezeichnung, erweitertes Akkupaket für die Energieeinheit von Projekt Armstrong. Die Akkus versagen planmäßig nach genau 6 Monaten, genau eine Minute nach Ablauf der Garantiezeit. Zanzo will, dass dieser Akkuspur auf Ladegerät das unterstützt. Ich weiß nicht mehr genau, was er eigentlich will. Ihr habt das nicht von mir. Aber alles, was das Ding macht, ist, das Aufladen zu zerstören und so den Verschleiß zu erhöhen. Ach, übrigens, ist es auch wie ein Blitzableiter. Zanzo will keine Schichtung, weil es so cooler aussieht. Trag Gummihandschuhe oder sowas. Ja. Batterieproduktion aktiviert. Nicht die roten Laser berühren. Okay. Ach so, auf dem Boden oder was? Okay. Okay. Ey, es ist so cool, das ist alles hier wirklich. Wow! Alles im. Okay, hier bin ich safe, unten auf dem Boden zumindest. Alles im Rhythmus ist. Und bisher so von der Abwechslung her geht's auch voll klar, wa? Jetzt mal ernsthaft. Hey, cool! Was ist das? Pass das lieber nicht an. Warum nicht? Ah! Hey, du bist nicht tot. Das ist doch gut. Oh, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich voller Power. 808 zeigt mir, dass du eine Menge Energie in deinem Arm gespeichert hast. Wie wär's, wenn du sie rauslässt? Shai kann in seiner Hall-Leiste Energie aufbauen, um Spezialangriffe zu starten. Ist genug Energie gespeichert, leuchtet die Hall-Leiste auf, und damit du weißt, dass du jetzt einen Spezialangriff ausführen kannst. Okay, linker Stick, rechter Stick. Durch das Angreifen im Takt und das Sammeln von Batterien wird deine... Ja, explodier okay. Nicht. Power Core! Sehr, sehr cool. Ja, das habe ich verstanden. Ey, lass mich mal bitte jetzt hier langsam mal aufleveln, ne? Ja? 15.000 Schrauben, das muss doch einiges wert sein. 15 Level, bitte. Oh, wow! Anscheinend kannst du jetzt Spezialangriffe. Das ist gerade erst passiert. Zur Erinnerung, ich weiß viel über dich. Ja. Aber diese Spezialangriffe sind der Schlüssel. Da kanalisierst du deine Energie. Taktreffer schleudern die Batterien aus deinen Gegnern und laden deine Hallleiste auf. Okay, Hallleiste, Hallleiste, ist okay. Aber offenbar verschwindet all diese Energie nach dem Kampf. Du bist wohl nicht auf so eine Ladung ausgelegt. Nutze sie also, solange du sie hast. Wie sagt man, wenn man es nicht nutzt? Lebt man mit dem ständigen Bedauern über das, was hätte sein können. Das habe ich anders in Erinnerung. Tja, danke dir für die Tipps, wa? Wir haben ihn! Wrecker will ihn verschrottet sehen! Dann verschrotten wir mal! Ihr verschrottet hier gar nichts, ey. Let's go! Komm doch! Power Core! Naja, der muss auch treffen, wa? Chef! Komm doch her hier, du Sau, du! Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Na, will noch jemand? Das ist meine beste Leistung bisher.
Tatsächlich, so traurig das klingt, aber ja. Dankeschön. Dankeschön. Okay, da müssen wir lang. Ey, wie gesagt, wenn man jetzt sprinten könnte noch, vielleicht, obwohl, vielleicht schaltet man das noch frei, aber ich finde, wir sind schon sehr, sehr langsam unterwegs, oder? Oh, was haben wir hier? Altgeräte, EOL, Technik, Umfunktionierung, Vanillay. Es wird angewiesen, dass alle End-of-Life Vanillay-Roboter in die Produktion gebracht und dort in ihre Einzelteile zerlegt werden, um daraus neue Modelle herzustellen. Das gilt selbst für die Technologie, die wir noch verwenden. Keine Ahnung warum. Die Roboter funktionieren ja noch, aber offenbar kam das von Kale persönlich. Kommt das von Kale? Junge. Okay, wir haben es verstanden. Doch ich stelle keine Fragen, ich schreibe nur die Anweisungen. Ich möchte anmerken, dass auch meine Baureihe verschrottet wird. Von daher ist das wohl ein Abschiedsbrief. Ich schreibe diese Zeilen von einem Fließband aus. Ich wollte eben nur schnell noch E-Mail automatisch versendet. Ey, bitte mach keine Probleme wegen der Musik. Ey, bitte, 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 bitte. Das wäre sehr, sehr schade. Weil das Video müsst ihr sehen, ey. Ich finde es sehr, sehr cool bisher. Sehr, sehr cool bisher. Oh, ach so. Es verschwindet ja wieder. Sag das doch mal einer. Oh mein Gott, wie kann man so verkacken, ey. Egal, ich wollte noch die Kiste mitnehmen, war extra. 70 Schrauben haben oder nicht haben. So, war alles geplant. Was haben wir hier denn Schönes? Gesundheitstank. Tank. Okay. Oh. Ey, mach doch nicht so, ey. Aber speichert es eigentlich automatisch? Na, komm runter. Gibt's da hinten noch was? Oh yes. Was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Ey, 17.000. Das muss doch einiges wert sein, oder? Jetzt mal ernsthaft. Haben wir hier noch irgendwas? Yes. Ey, wie gesagt, wenn man ein bisschen schneller unterwegs wäre. Das hätte noch ein bisschen mehr... Ah, das war knapp. Bisschen mehr, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Flow, finde ich. Oh oh, Strom ist weg. Der Generator ist im Eimer. Kannst du das reparieren? Hast du Werkzeug? Werkzeug? Ich habe eine bessere Idee. Draufhauen, meinst du? Geht weiter. Der Beat muss laufen. Du solltest doch nach dem Generator sehen. Du hattest einen Job. Du hast mich reingelegt. Was? Wrecker macht uns beide platt, wenn wir zurückfallen. Tja, irgendwer hat's repariert. Also schrei mich nicht an. Geil. Oh Gott, oh Gott! Oh Junge! Gesaved noch! Den. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wahrscheinlich nach oben. Ja, ich glaube schon. Sieht fast so aus zumindest.
Kann man die durchschlagen hier? Sieht fast so aus, oder? Sieht irgendwie so aus, als könnte man die kaputt schlagen. Oh Gott! Knick in der Optik. Achtung! Krankheitstage 6 Monate vor dem Termin einreichen. Zusatz, keine Krankheitstage für angestellte Roboter. Okay. Au! Jawohl! Ey, wieder ein A-Rank. Zielgegner werden erst auf deine Angriffe reagieren, nachdem du ihre Betäubungsleiste durchbrochen hast. Danach kannst du sie zurückstoßen oder in die Luft schleudern, um Kombos zu beginnen. Zum Durchbrechen musst du unentwegt angreifen. Lässt du die Gegner zu lange in Ruhe, lädt die Leiste sich wieder auf. Okay, gut. Batteries. AW. Kümmere dich darum. Hallo, Mr. Roquefort. Ich glaube, Sie haben mir das aus Versehen geschickt. Ursprüngliche Nachricht. Okay, sieh dir nur an, womit ich mich umschlagen muss. Unterhaltung zwischen Roquefort und Wrecker. Roquefort, sag mir einfach, dass wir die Liefermenge für das vierte Quartal schaffen werden. Wrecker kümmert sich darum. Roquefort, kannst du aufhören zu schreien? Wrecker, die Feststelltaste ist kaputt. Wrecker arbeitet hart und tippt hart. Roquefort, mir egal, wie hart du arbeitest. Wenn diese Einheiten nicht ausgeliefert werden, schaffen wir die Prognose fürs vierte Quartal nicht. Dann sagt Sanso, dass er die Zahlen seiner Entwürfe runterfahren soll. Das Design ist sein Problem. Es umzusetzen ist deins. Wrecker, misch dich da nicht ein. Wrecker hat die Armstrong-Reihe in 17 Stunden am Laufen. Während du Geld zählst, haut Wrecker Nieten rein. Roquefort, du haust keine Nieten rein. Roquefort, hör mal, dein ganzes Hype-Gerede hält besser, was es verspricht. Sag mal, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Speichert das jetzt hier automatisch? Muss man selber speichern? Ne, wahrscheinlich speichert das automatisch. Track 1, ein neuer Es ist immer noch das erste Kapitel alles hier, oder? Okay. Ey, diese Musik macht mir trotzdem Kopfschmerzen, man. Trotz Streamer-Modus. Ey, wenn das alles umsonst wäre, ey, dann würde ich kotzen, man. Vielleicht euch so, wie es ist. Rhythmusspiele sind sau schwer. Von wegen entspannen bei dem ganzen Timing. Ich arbeite gleich weiter, nur noch ein Spiel. Ey, wenigstens fühlt es einer mal hier, ey. Vor allem, wenn man das nicht so gut kann. Sag doch mal jemand, dass ich das drücken muss erst. Du kannst diese schweren und leichten Angriffe zu noch mehr Kombos und Takttreffern verbinden. Also, versuch's doch mal. Ja, sollen sie doch kommen, ey. Zeit, schwere und leichte Angriffe zu mischen. Das Timing ist kniffliger, aber probier's mal. Echt gut. Danke! Combo Tutorial. Ich hab noch eine Combo für dich. Mal sehen, wie du damit klarkommst. Zeig mal her. Ding, ding, ding. Let's go. So muss das Kann ich mir eh nicht merken, aber cool. Kann ich mir eh nicht merken, aber cool. Das ist halt das Problem, ich kann mir die ganzen Kombos immer nicht merken, ey. Ich kann mir vielleicht 2-3 merken, die mache ich dann immer wieder und der Rest ist Gefühl, einfach nur Gefühl. So kämpfe ich sowieso schon die ganze Zeit hier in dem Game, ich kämpfe nur nach Gefühl, ey. Eigentlich. Komm her!
Komm doch her, renn doch nicht weg, du Sau, du. Au! Renn doch nicht weg, ey! Das lässt du sein! Ach, da ist er doch! Mensch! Schaff ich! Ach, Mist! A-Rang, aber schon der beste Fass. Ah, die Kämpfe sind auch relativ kurz, ne? Also... Ey, da! Ein Ausgang! Total easy! Total easy! Das ist eine Falle, du Dödel! Sie warten auf dich! Komm mit! Ich komm mit allem klar! Ja, ja, du Dödel, du! Gedanken der 05KAR-Einheit. Persönliche Aufzeichnung von bla bla bla. Ich habe den Eindruck, dass die 05K-Einheit übersehen wird. Damals, als wir noch für die QS verantwortlich waren, achteten wir darauf, dass die Qualität stimmte, aber auch darauf, ob die Dinge repariert werden konnten. Ob Dinge, okay. Eine Delle im Rumpf kann man auswuchten. Eine Lampe funktioniert nicht, lässt sich austauschen. Aber jetzt, mit den neuen Vorgaben, heißt es immer alles oder nichts. Selbst im kleinsten Kratzer bleibt hinterher nur noch ein Kratzer übrig. Ein Krater übrig, sorry. Die QS sollte etwas inspizieren. Sie braucht keine Raketenwerfer. Ach, wie sich die Zeiten hier doch geändert haben. Ich hab den Laden hier mal geleitet und jetzt lassen Sie mich Kisten stapeln. Oh Gott, es tut mir jetzt schon leid. Aber ich muss sagen, es ist ein guter Stapel. Ein toller Job. Es tut mir jetzt schon leid. Du magst meine Arbeit ablehnen, aber du das nicht. Bitte. Ich muss arbeiten. Es tut mir leid. Meinen Stapel hast du zerstört. Aber oh mein meine Gott. Erinnerungen bleiben. Ah, was für gute Arbeit. Du hast gute Arbeit geleistet, kleiner Roboter. Es tut mir leid, wie gesagt. Das Spiel verlangt es. Es verlangt es. Ich bin nur sein Sklave, ey, der es ausführen muss. Ich würde mal sagen, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende, ey. So eine Stunde mit ist das schon fast, ey. Eine Stunde mit dem Swordman und dem Game. Jetzt kommen wir, aber warte mal, jetzt ist halt die Frage, okay. Wie komme ich darüber jetzt? Oder kann ich von der Kiste darüber springen? Was meint ihr? Ah, hier. Okay, kommt man da am Feuer vorbei? Was meint ihr? Ey, jetzt mal ernsthaft, ey, wir haben so viele Tausend von... Was, 26.000 Schrauben? Jetzt lass mich doch mal aufleveln hier. Nee, 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 soll man nicht vorbeikommen. Shit, jetzt habe ich meine halbe Lebensleiste dafür verballert. Ach... Hier jetzt noch ein Bossfight kommt? Komm, das checken wir nochmal ab kurz. Das checken wir nochmal ganz kurz ab. Siehst du, ich sag's doch, voll easy. Entspann dich mal. Und hier ist sie, die Produktionsleitung Wrecker! Oh nein. Heyo! Da bist du, kleiner Mann. Du störst Wreckers Crew, Wreckers Produktion und vor allem ja Wreckers perfekten Defekt-Bilanzrekord!
Deine Security will mich umbringen! Projekt Armstrong AGBs. Das Kleingedruckte. Ganz überlesen. Was? Bei Defekt Rückruf! Rückruf? Du meinst umbringen? Wrecker schreibt sowas nicht. Das machen die Hirnis im Marketing. Ganz egal. Danke, so dumm zu sein, hier reinzuspazieren. Wreckers Hände bleiben so ganz sauber. Ich hab's dir ja gesagt. Willkommen beim Projekt Armstrong Defect Check, Herzchen. Und unsere QA ist die beste im Business. Heyo! Ich mag Defekte. Das ist gut. Ich mag ihren Geschmack. Das ist nicht so gut. Inspektionsstufe 1 Million! Okay, das ziehen wir jetzt noch durch. Let's go! Oh, nicht runterfallen von der Plattform. Okay. Oh Gott, ey. Ausweichen wäre vielleicht auch mal ganz cool. Ausweichen, habe ich gesagt. Treffen wäre auch mal ganz cool. Mach überhaupt irgendwas, komm. Chai, seine Hände sind besonders anfällig für eine... Inspektion. Das ist eine komische Art, Angriff zu brüllen. Ja. Aber okay. Alles klar. Ich kann nicht die benutzen. Ist das nice. Oh, bitte, bitte, mach keine Probleme wegen der Mucke, ey. Aber die Streamer-Mucke ist eigentlich auch ganz geil, ehrlich gesagt. Nein! Die Hand ist unten, Schei. Schnapp ihn dir! Wir es an! Oh, ey, das kam so plötzlich. Geil, 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 geil. Wow, perfekt ausgewichen. Was sagst du jetzt? Wow, nicht so perfekt ausgewichen. Mist! Oh, ich brauche Lebensenergie. Try. Ich muss den Ulti besser einsetzen. Das war schon wieder halbe Verschwendung. Das sehe ich.
Oh! Ja, okay, ein bisschen getroffen wenigstens. Nein, bitte nicht! Oh Gott, das sieht wirklich schlecht aus für mich. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Oh Gott. Das wurde viel zu knapp. Unnötig. Du hast einen fetten Track. Aber jeder Song endet mal. Tja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Was haben wir denn hier? Also, B, okay, insgesamt aber. Ist okay. Okay, gutes Timing, 51% gerade. Also jeden zweiten Schlag immerhin getroffen. Ist okay. Wie gesagt, Rhythmus, Spiele, Freunde. Schon gut für mich. Ist schon gut für mich. Wow, hast du das gesehen? Ah ja. Aber diesmal bist du still und folgst mir gefälligst. Wir müssen echt jetzt mal raus hier. Und diesmal kein Gejammer. Upp. Okay. Hast du etwa Angst? Was? Nö. Ich meine, es ist schon ziemlich dunkel. Hier gibt's doch keine Spinnen, oder? Oder Robospinnen? Oh, bitte bloß keine Robospinnen. Hier drin? Hier drin. Hallo? Meatspot? Eine Seilfalle? Was bist du? Eine Cartoonfigur? Also da drin passiert die Magie, hä? Huh? Ich heiße Peppermint. Moment. Die Stimme? Du bist die Katze! 808 ist meine Spionin hier drin. Aber anscheinend mag sie irgendwas an dir. Oh. Halt! Okay, schon gut! Hoch jetzt, Faulpelz! Wir haben zu tun. Also, 808 hat gesagt, dass du gesagt hast, dass du mir hilfst, hier rauszukommen. Mach ich. Gleich nachdem du mir mit Spectra hilfst. Keine Ahnung, was das ist. Hab ich nicht erwartet. Das ist Whistleblower-Niveau. Also, schlimm? Ja. Und ich arbeite mit einem Team, um sie zu finden. Klein, aber... Klein heißt nur du und deine Katze? Ich bin für Größeres geschaffen.
Ja klar, Mr. Rockstar. Kannst du überhaupt Gitarre spielen? Ich... Tja. Schon klar. Große Klappe. Hör zu. Der Campus ist ein Labyrinth aus Gängen, Fahrstühlen und Sackgassen voller Security. Du brauchst meine Hilfe, um da rauszukommen. Ach, bis jetzt lief es ziemlich... Furchtbar, wenn ich nicht wäre? Hör zu. Wenn du mir hilfst, sorge ich dafür, dass du von Wendeley Island runterkommst. Na gut. Klar. Mir doch egal. Perfekt. Ach ja, okay. Lehne dich im Unterschlupf zwischen den Missionen ein bisschen zurück. Halte ein Schwätzchen, entspanne dich vor der nächsten Mission oder genieße einfach die Stimmung. Im Verlauf deines Abenteuers kommen weitere spannende Einzelheiten hinzu. Schau dich also gut um. Interaktionspunkte. Lauf ein bisschen im Unterschlupf herum, um zu plaudern oder mit ein paar Dingen zu interagieren. Danach setze dich auf die Couch, um die Geschichte voranzutreiben. Der Wall of Fame im hinteren Teil des Unterschlupfs zeigt dir Ziele und Belohnungen, nach denen du während deines Abenteuers streben kannst. Das ist euer Unterschlupf? Ihr seid echt eine kleine Gruppe. Tja, jetzt sind wir einer mehr. Du kannst auf dem Sofa pennen. Eine Luxus-Suite, wie ich sehe? Übrigens kann ich dir mit ein paar Upgrades helfen, wenn du Ersatzteile hast. Lass uns reden, bevor du losgehst. Oh ja. Mach sie alle. 34, okay. Cooler Blickwinkel hier irgendwie. Alles cool. Aha. 1A, Stufe 1. Was hab ich denn da alles? Hamster. Ey, Leute. Was soll ich dazu sagen? Geiles Game. Ohne das hat richtig Bock gemacht. Die Sock-Session. Über eine Stunde jetzt. Wenn ihr jetzt noch am Start seid, Hashtag rock mal rein. Und liken. Ja, liken, Freunde, wenn ihr Bock habt auf mehr. Cooles Game. Geiles Game. Geil, sowas feiere ich. Ey, einfach Shadow Drop, coole kleine Überraschung. Ist jetzt bisher nicht das überkrasseste so vom Gameplay her. Wie gesagt, die Kamera und so ein bisschen. Wir laufen ein bisschen langsam und sind relativ langsam unterwegs. Aber geiler Style, coole Mucke, richtig gute Sprecher für so ein kleines Game, was einfach mal so rausgehauen wird in den Game Pass. Nice. Echt nice. So, das war's. Ich hoffe, euch hat's gefallen und vielleicht hört man sich ja beim nächsten Mal. Ansonsten auf jeden Fall in andere Videos. Haut rein, lasst es euch gut gehen und tschüss.